Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Soccer Manager 2016 zu den Sports Tuesday. So, das ist jetzt das richtige Video, was wir eigentlich heute machen. Vorhin habe ich ja nur ein Video gemacht, wo ich wegen gestern ein Video gemacht habe, weil gestern wollte ich ja spielen, aber ging nicht, weil ich ja so lange auf Arbeit war. Aber jetzt kommt das richtige Spiel. So, wir starten das Spiel. Spiel Latten. Ich glaube, letztes Mal haben wir verloren, wo wir gegen Dortmund gespielt hatten. Und unentschieden gegen Darmstadt. Wir haben, glaube ich, noch keinen Tabellenstand gelesen gehabt. Da werde ich jetzt mal ganz schnell drauf switchen, wenn ich fertig geladen habe. Und dann geht es gleich weiter zu nächsten Sachen. Obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, wir müssten mal eine neue Aufstellung machen, weil die anderen Spieler alle schlechter werden, die nicht spielen. Dann muss ich mal gucken jetzt. Aber erst wenn das Ladebildschirm hier zu Ende ist. Nee. Warum lädt dann heute so lange? Hallo? Hallo Spiel? Magst mich nicht mehr? Lese gerade oben links, die Abkürzung ist SM. Okay. Wollte schon sagen, muss man vielleicht ein bisschen rabiater werden, damit es auf mich hört. Ich bin auf dem 15. abgerutscht. Wolfsburg und Bayern haben mich überholt. Ach nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin nur noch Fünfter. Na gut. Das war die Tabelle. Jetzt gehen wir zurück. Da, zurück. Auf die Mannschaft, der ist gespielt. Sperrt, verletzt, verletzt. Oh, ich habe noch einen einzigen Stürmer. Gut, dann machen wir jetzt eine andere Taktik. Eine andere Taktik machen wir. Verletzt. Eine Formation. Wir haben nur noch einen einzigen Stürmer. Nein, nein, nein. 4-4-1-1. Da zählt auch, glaube ich. Ja, zwei Stürmer. Formation 4-3-2-1, 4-2-4, 4-2-2-2, 4-1-3-2, 4-5-1. So, das ist die erste Aufstellung, zweite, die auch und die. Also die Reihe ist für uns interessant. Das ist die Dreierstürmerreihe wahrscheinlich. Nee, das ist auch nur ein Stürmer. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was ist mit der hier? Ne, sind auch drei Stürmer. Und da auch drei Stürmer. Das wäre noch eine Option. 5-4-1, eine richtig defensive. Ich mag es aber eigentlich nicht ganz so defensiv, deswegen würde ich eher von der 5er Abwehrkette weg. Und eher zu einer 4-5er Kette. 4, 5, 2, 3, 1. Und was machen die hier? 4, 5, 2, 3, 1. Die sind weit auseinander. Ja, halt, die spielen nicht ganz über Flügel. Aber wenn, spiele ich lieber über Flügel. Schauen wir nochmal die hier an. Und den. Nee, oder? Doch, das wird doch eigentlich gehen. Das ist zu offensiv. Hier, komm, wir machen den hier rein. Automatische Aufstellung. Was war das hier? Nein. Das ist zu defensiv. So, bleiben wir bei dieser Aufstellung. Automatische Aufstellung gedrückt. Jetzt hat er überall die besten rausgesucht, die für die Position bestimmt sind. Das sind meine Reservespieler. Haben wir 1-6. Achso, der ist verletzt, verletzt. Und gesperrt. Ein Stürmer, ein offensives Zentrum. Okay.
Mitte, links, Mitte, Zentrum. Mitte, Zentrum. Mitte, rechts. Okay, das passt alles. Verteidigung ist linke Verteidigung. Zentrum, Verteidigung. Zentrum, Verteidigung. Und Verteidigung rechts. Und Tor, Tor, klar. Gut, passt alles. Dann müssen wir das erstmal. Anweisungen lassen wir bei aggressiv. Direkte Bälle. Schnellspiel, klar. Angriffsstark. Variabel. Überall. So. Moral verbessern, das kriegst bestimmt alles Geld hier. Ich habe 100. Fitness erhöhen. Auch 200. Ich habe nur 100. Nicht. Habe ich das gekriegt, die 100? Na, egal. So, was, jetzt haben wir die Taktik. Wir spielen jetzt gegen Leverkusen. Leverkusen ist auf Platz 2. Also, es wird schon mal ein sehr schwerer Gegner für uns. Aber ich denke mal, den werden wir trotzdem. Trainingsplatz buchen. Oh, Schalke hat 2-0 gewonnen. Irgendwie lädt heute ganz schön lange. So, da ist jetzt auch unser Spiel dabei. Um 15 Uhr. Ist kein Thema. Wir spielen um jede Zeit. Oh, unser bester Spieler Silla und deren bester. Ist, wer ist denn das? Bellarabi. Bellarabi schon mal gehört. Na, egal. Ich finde das hier vorne ein bisschen kahl. Naja, egal. Patri, let's go. Und los, Neymar. Wir sind die Bordeaux-Roten und spielen nach links. Und oh, das kann ja nicht wahr sein, aber also gut. Schauen wir mal auch auf die Bewertung hier rechts. Zieler 6, 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 6. Alle haben 6, 6. Oh, Leverkusen hat einen 7er. Und noch einen 7er. Okay, wir jetzt auf den ersten 7er. Den zweiten 7er. Komm, das wird schon. Leute, wenn ihr führt, dann dürft ihr ein bisschen langsamer spielen. Aber bis dahin volle Pulle reinhauen. Auf Richtung.
Ja, mein Tor geschossen! Komm schon, Hannover! Oh, schießt ein Tor! Schon zwei gelbe Karten. Ach, ja. So, das war jetzt die erste Halbzeit und das steht 1-0 für Leverkusen. Was soll ich da noch zu sagen? Anweisungen? Passt schon. Da gehen wir mal zurück zum Spiel und schauen uns die letzte Halbzeit an. Und zuletzt in 45 Minuten. Ich hoffe, dass wir jetzt ein Tor schießen. Jetzt, los, hier ist noch ein Tor aus dem Ausgleich. Gott sei Dank. Immer wenn hier unten Schrift auftaucht, dann heißt es irgendwie eine knappe Torchance oder es kommt ein Tor. Deswegen kriege ich dann immer nur unten das mit. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir spielen. Wenn wir jetzt hier rechts und unten kommt die Schrift, dann heißt es, oh, gleich kommt eine Torchance. Oder es ist gerade eine Torchance. Und da muss man halt immer mitfiebern. Die 2 Sekunden, ob das Tor kommt oder nicht. Oder in diesem Fall hier auf der Seite gehalten wird. Nein, nein, nein.
Klatsche war. Eine zweite Niederlage in Folge. Na, ich glaube, das wird nichts mehr. Erstmal den Turm wieder aus, sonst kommt die ganze Zeit wieder das Gekrülle. Die Partie ist Ende. Ich habe leider 2-0 verloren. Und bin jetzt damit auf dem Platz. Naja, immerhin 50 Punkte bekommen. Ah, wenn ich 5000 habe, dann kriege ich 200 solche Punkte. Das ist so cool. Wie konnte nicht gespeichert werden? Versuchen Sie es erneut. Ich wollte auch gar nicht speichern. What the fuck? Sonntagsspiel. Oh, okay, jetzt haben wir Montag. Überprüfen. Wir haben 7,29 Millionen Euro. Wir sind auf dem 7. Platz. Zurzeit sind wieder 2 Plätze runtergerutscht. Jetzt hat uns noch Eintracht Frankfurt und München-Gladbach überholt. Naja, mit München-Gladbach sind wir gleich bis aufs Torverhältnis. Wir haben nur 3 Tore, München hat 8. Also die Differenz. So. Dann schauen wir nochmal bei Verleih. Ist noch am Bau am 12. Januar 2016. Ist es fertig. Der Trainingsplot. Tempo minus Ausdauer. Okay. Das lassen wir mal alles hier so. Ich weiß gar nicht, was ich da ändern kann. Also Schulz ist halt Führungsqualität. Oder hat Führungsqualität. Ja auch, da muss man wahrscheinlich aufpassen, was man wen gibt, weil der hier kann wahrscheinlich alles. Das ist allerdings so schlascht. Das ist gut. Und der ist auch eigentlich gut. Aber ich glaube, der spielt auch nicht. Naja, was soll's. Da nochmal durchswitchen hier. Jugendkader. Ach, man kann hier Spieler heilen. Boah, 500. Was kostet der? Auch 500. Ist doch nur ein Beinbruch. Was stellt er sich so an? Kreuzbandscheiben. Schaden. Scheibe. Kreuzbandschaden. Ach je. Okay. Das könnte man upgraden. Nehmen wir 4 Sterne. Ah, wir warten mit den Upgraden. AWD Arena. 44.000. Und das ist doch eigentlich gut. Fast immer ausverkauft. 49 passen rein und ich habe hier immer. Es wollen mehr. Mehr. Ja, da wollen es einmal weniger. Dann werden sie jetzt bestimmt auch wieder weniger, weil ich 2 Spiele vergeigt habe und wir sind nur noch auf dem 7. Platz. Lose. Win. Unentschieden. Lose. Lose. Lose, lose, we are loser.
Okay. Was für Verein ist aber Mannschaft gesperrt, zwei verletzt. Kann man nur Leute verkaufen? Ich hab doch viel zu viel. Spielplan. Ja. Ingolstadt, dann Mainz. Das machen wir dann nächstes Mal. Taktik. Die fand ich jetzt ein bisschen doof. Die ist auch doof. Spielen wir mit der hier. Da haben wir ein Stürmer, drei offensive Mittelfeldspieler. Okay, dann lassen wir das so. Ja, lassen wir es so. So, dann schauen wir mal nach den schlechten Spielern. Sehr gut. Leute mit guter Moral verkauft man nicht. Nee, nee, macht man nicht. Mannschaft. Ach, Taktik war ja gerade schon. Der hat eine schlechte Moral, aber der ist verletzt. Also, den können wir auch nichts. Der hat. Ja, die sind alle über 90, die Moral. Also alles, was über 80 Moral ist, so wie bei denen hier, ist alles noch okay. Wenn es unter 80 geht, dann ist, glaube ich, ein bisschen kritisch. Guck mal, wir haben hier einen 85er. Tja. Ach, was soll's. Hoffmann, der hat doch schon ein paar Spiele bei uns. Hat da. Hat da. Wolf ist der Auswechselspieler für Almeida. So, ich würde mal sagen, das war's mit der Taktik hier. Transfer haben wir nichts. Tabelle. Hört auf. Ach, wer Meister wann wo war. Statistik. Torschütze ist Robin. Ist auch Torschütze, oder? Ach, ja, steht da. Torschütze. Durchschnittsleistung. Oh! Sorg. Leider ist er verletzt. Vorlagen. Guck mal, Sorg verletzt, schon läuft gar nichts mehr bei uns. Man of the Match. Oh, Sorg. Gelbe Karte. Sorg. Ja, Sorg ist der Schlüsselspieler bei uns. Hier, Sorg. Rote Karten auch. Stimmt, der ist ja gar nicht verletzt, der Rote. Schauen wir mal. Tabelle. Ach, Tabelle. Tabelle. Transfer. Taktik. Gesperrt. 3,67 Millionen. Ja, wenn wir so weit sind, darfst du wieder spielen. So. Suchen wir mal. Oh. Wollen wir Lionel Messi kaufen? Oh, ich habe nur noch 5,98 Millionen. Ich kann noch nicht mal den billigsten auf dieser Seite kaufen. Den Ribéry. Na gut, egal. Nee, den will ich nicht hier. Den mag ich nicht so. Lieber Messi. Spieler, Mannschaft. Die beiden sind gesperrt.
Klaus, Klaus, Klaus. Gehen wir bei Taktik wieder auf. Hier sieht man es besser. Erste Mannschaft versetzen. Ach, da spielt zweite Mannschaft. Können wir doch da kein wegnehmen, außer zweite Mannschaft. Und den. In erste Mannschaft versetzen. Auf Transfers versetzen. Kriege ich nur 400.000. Ach, das bringt doch sowieso nichts hier. Jetzt gehe ich schon mal weiter vorwärts bis zum Spiel. Und dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Schauen wir nochmal hier. Champions League an. Was haben die deutschen Mannschaften gemacht? Leverkusen hat 3-0 gewonnen. Wolfsburg hat 3-1 gewonnen. Dortmund hat 4-0 gewonnen. Das war ein erfolgreicher Spieltag für die deutsche Bundesliga. Und hier ist der nächste Spieltag. Bayern hat gewonnen 0-2. Und, na, Gladbach hat unentschieden gespielt. Einer muss aus der Reihe tanzen, ne? Schalke hat auch unentschieden gespielt. Na gut. Dann ist Gladbach nicht allein, der aus der Reihe tanzt bei den erfolgreichen Spieltag für Deutschland. So, es ist Samstag. Verbesserung. Der Trainingsstab hat einen echt leichten Ball erkannt. Seine Bewertung ist auf 76 gestiegen, bevor zuvor 75. Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Trainingsplatz. Ja. Wie ist der nochmal? Anton. Waldemar Anton. Waldemar. Ach ja, Waldemar Anton. Oh. Manndeckung. Passspiel, Zweikampf, Aggressivität, Kraft. Strafraum beherrschen. Ja, gut, noch so schlecht für mich. Ich habe hier zwei Nachrichten. Christian Schulz, seine Bewertung ist auf 86 gesunken. Hallo, der hat doch gespielt. Ich glaube, ich muss den auswechseln. Ist gesunken. Hallo? Die Leute werden schlechter bei mir. Naja. Oh, war das ein zu weit? Spielen wir heute? Nein, wir spielen heute nicht. So. Ja. Der nächste Klick ist das Spiel. Deswegen jetzt noch einmal die Tabelle anschauen. Was haben wir schon welche gespielt? Wir sind immer noch auf den siebten Platz. Mit 10 Spielen. Die anderen haben hier schon 2-11. Na ja, gut. Kann Hamburg uns noch einholen? Jawohl, können sie. Die können uns beim nächsten Spieltag einholen. Und Mainz hat schon 11. Und Schalke könnte uns auch noch einholen. Die haben eine bessere Tordifferenz wie wir. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, da unten, das war's. Gladbach können wir einholen. Den können wir einholen. Also wir können mindestens Fünfter werden. Oder maximal Fünfter. Und mindestens 2 Plätze runter. Neunter. Also vom 5. bis zum 9. haben wir Spielraum.
Na gut, dann mal schauen, wie es dann nächste Woche läuft. Diese Woche mit Leverkusen hat es leider nicht so gut geklappt. Aber wir hoffen, beim nächsten Mal läuft es wieder besser. Okay, wir brauchen eine neue Taktik. Egal. Das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.